Heute kann ich mit Picklins Random Structures traden. So kann ich zum Beispiel Dörfer, Bastions oder sogar Strongholds bekommen und diese platzieren. Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay, dann sollte ich heute definitiv versuchen, möglichst schnell in den Nether zu kommen und irgendwie auch zu traden mit den Picklins direkt. Weil jetzt bin ich richtig hyped. Ich liebe Structures und ich will Structures selber bauen. Okay, die Grundtuts stehen. Jetzt suche ich eine Lavaquelle direkt. Da hinten ist ein Dorf, noch besser. Dann gehen wir erst zum Dorf, dann hole ich mir Essen. Dann habe ich damit nämlich schon mal kein Problem mehr. Auch wenn das heute gar nicht mal so wichtig ist. Ausgerechnet heute habe ich direkt am Spawn einfach ein Dorf. Ich hatte es zwar nicht direkt gesehen, aber es ist ja trotzdem ziemlich nah am Spawn noch. Und gerade heute kann ich mir selber auch Dörfer machen. Na gut, es schadet mir natürlich trotzdem nicht und ich nehme es auf jeden Fall gerne mit. Erstmal eine Harke machen und dann hole ich mir hier das ganze Essen mit. Und dann brauche ich möglichst schnell Eisen, weil ich will gar nicht so viel hier ganz normal Minecraft spielen. Ich will es in den Nether und mit Picklins traden. Da habe ich mega Bock drauf. Da ist der Golem, den soll ich mir eigentlich direkt holen. Ich hole mir aber erstmal noch ein paar Betten mit. Und eine Kiste. Ja, Brote, schaden nicht. Perfekt. Ich glaube, ich mache mir auch direkt den Eimer daraus und heute keine Spitzhacke, damit ich einfach möglichst schnell in den Nether komme. Und dann kann ich ja mit anderen Strukturen mir auch noch eine Spitzhacke besorgen, denke ich, um dann Goldblöcke abzubauen. So, Eimer und noch ein Schild. Ja, doch, ein Schild. Feuerzeug mache ich notfalls wieder mit Holz sonst. Bisschen Essen am Start. Die Frage ist, finde ich jetzt irgendwo einen Lavasee oder soll ich mich einfach runtergraben? Oh, nee, da ist ein Lavasee direkt vor den Bergen. Den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Dann hole ich mir jetzt ein bisschen Holz und gehe in den Nether. Eigentlich sollte ich mir aber auch noch ein bisschen Stein mitholen, weil ich habe nur einen. Ja, lass mal noch ein bisschen Stein schnell holen. Ich bin ja hier an den Bergen. Und Gold habe ich natürlich noch gar nicht, also auch noch keine Schuhe oder so. Heißt, ich werde mit dem ersten Gold, was ich mir hole, erstmal Schuhe machen, damit ich auch entspannt mit den Picklins reden kann und die nicht direkt auf mich einschlagen. Das wäre ja nicht so nett. Bin jetzt schon so gespannt, was die erste Structure sein wird. Vielleicht auch direkt ein Stronghold oder so. Könnte ich halt noch gar nichts mit anfangen, weil ich ja nicht mal eine Enderperle habe oder irgendwas. Aber mal sehen. Erstmal Portal gießen und in den Nether gehen. Dann schaue ich mal, wo ich überhaupt rauskomme. Perfekt. Und ich habe Holz zum Anzünden. Machen wir das so wieder. Und ich nehme noch eine Lava mit, weil im Nether kann ich eh kein Wasser benutzen. Holz brennt. Und Portal ist an. Ich höre es doch schon. Wunderbar. Direkt rein in den Nether. Und ich bin direkt in einem Gebiet, wo alles sein kann, was wir brauchen. Das ist schön. Da ist ein bisschen Gold. Ich brauche aber auf jeden Fall mehr Gold. Heute wäre halt eine Bastion gar nicht mal so verkehrt. Ich finde ja auch eine Bastion. Mal gucken. Ich kann mir eine Bastion selber machen, denke ich gerade erst. Eine Bastion wäre nicht verkehrt. Ich muss ja nur ein bisschen traden. Vielleicht kriege ich ja direkt eine Bastion. Und dann kann ich mir einfach eine hier hinsetzen. Dann hätte ich eine. Okay, die Schuhe habe ich schon mal. Traden kann ich jetzt natürlich noch nicht. Aber immerhin. Da ist mein erster Trade-Kollege, sehe ich gerade. Ich hole mir mal hier das Gold und werde ihn direkt mal traden. Ich könnte 2 Gold machen, aber mehr noch nicht. Das Ding ist, es gibt nicht jedes Gold auch eine Structure. Die können halt auch Structures traden, aber halt auch normale Trades. Ich gehe jetzt hier runter und trade jetzt mit denen. Hallo. Ja, komm, dann könnt ihr ganz normal traden. Ja, du kriegst einen, die mit den Helmen kriegen einen. Bitte direkt eine Structure. Ich würde so feiern. Ja, okay. Leider gar keine Structure. Schade. Ja gut, es sind aber auch hohe Erwartungen. Normalerweise bekommt man überhaupt keine Structures getradet. Okay, dann komme ich nochmal auf 4 Gold. Das ist doch schon mal relativ nice. Geh mal in das Loch rein. Das Kind? Okay, das kriegt das Gold, aber nicht das Leben. Mann, jetzt hat mir das Kind Gold geklaut. Ich hab's überhaupt nicht gesehen, das Kind. Hey, guck mal, ich hab Gold. Aber es ist meins. Du kriegst es erst, wenn du ins Loch gehst. Und hier rein. Ja, perfekt. Einen habe ich drin. Hier rein. Ja, rein ins Loch. Perfekt, ich habe 2 drin. Jetzt kann ich mir eigentlich hier das Gold holen, weil der ist sowieso zu weit weg. Habe ich eigentlich irgendwas bekommen? Was liegt denn jetzt da unten drin? Crying Obsidian. Ich krieg keine Structures. Ich will Structures haben, Leute. Komm jetzt hier das Gold einfach. Ja, ihr werdet jetzt ein bisschen böse, aber da kann ich auch nichts für. Nochmal 3. Komm, trade mir eine Structure. Nochmal 2 Gold. Komm, ich brauche jetzt eine Structure, sonst habe ich gleich kein Gold mehr. Ich will mir das Gold doch durch euch finanzieren. Ernsthaft? Nein, mein Obsidian. Ich gehe weiter. Die gefallen mir nicht. Ich suche mir bessere Trader. Hier ist noch richtig viel Gold und ich sehe auch keine Picklins direkt in der Nähe. Oh, das hat jemand gesehen. Hallo. Aber der hat keinen Bogen. Beziehungsweise keine Armbrust. Das ist okay. Ich trade gleich mit ihm. Er freut sich dann. Wir haben doch alle was davon. Du willst doch mit mir traden. So, nochmal richtig gesammelt. 16 Gold. Bist du nicht mehr böse? Als ob du vergessen hast, was ich hier getan habe. Na gut. Habe ich kein Problem mit. Da kriegst du ein Gold. Du kriegst auch ein Gold. Komm. Oh, das ist eine Structure. Ein Ruined Portal. Könnte ich jetzt im Nether setzen, könnte ich auch in der Overworld setzen. Ich habe halt noch keine Eisenspitzhacke, deswegen kann ich da jetzt nicht viel mit anfangen letztendlich. Aber ich würde es trotzdem gleich mal setzen. Ich will den aber mal hier in ein Loch packen, den Kollegen. Ja, rein mit dir. Hier. Hä? Na gut. Ich darf wohl gerade sagen, geht der jetzt nicht da rein? Und den bringe ich auch noch da rein. Rein hier. Rein ins Loch. So, und du kommst auch noch rüber. Rein in das Loch. Komm schon. Ja, jetzt ist er drin. Okay. Habe ich schon irgendwas bekommen? Ich muss jetzt mal mich hier runterbauen und mal die Sachen checken. Ich habe noch mehr Structures bekommen. Noch 2 Stück. Eine Dschungelpyramide und ein versunkenes Schiff. Damit würde ich jetzt tatsächlich anfangen. Vielleicht kriege ich dann Eisen. Ich setze hier mitten im Nether jetzt ein versunkenes Schiff hin. Und da wird es gespawnt. Nice. Gut platziert habe ich es nicht. Die Kiste ist hier irgendwo in der Wand jetzt. Da.
Und ein Feuerschutzhelm, ja, immerhin. Und hier vorne haben wir nochmal Feuerschutz 4 Schuhe. Okay, hat mir leider jetzt nicht richtig viel gebracht, außer dass ich hier halt jetzt Holz habe. Und was habt ihr noch so gedroppt? Oh, noch eine Struktur. Ein Dorf. Einfach hier ein Dorf. Mega nice. Und noch eine Bastion. Mega gut. Und ich habe 16 Eisenklumpen. Damit kann ich mir schon mal einen Eisen-Ingot machen. Okay, dann setze ich einfach mal das Dorf hier hin. Vielleicht kriege ich da ja eine Kiste mit Eisen oder so. Ein Dorf im Nether. Okay, zwei Häuser. Aber eine Schmiede. Ja, mega gut. Da ist das Schiff ein bisschen drin, aber ist okay. Eisen. Eine Eisenspitzhacke direkt. Noch besser. Und ein Eisenschwert nehme ich mir auch mit. Und Brote. Hä, mega gut. Okay, jetzt kann ich mir halt theoretisch Gold abbauen. Ich habe schon 3 Enderperlen. Das habe ich auch irgendwie gar nicht gemerkt. Okay, ich setze jetzt das Rune Portal und will da Gold haben, weil ich will weiter traden jetzt. Hier so. Ein Rune Portal hin. Da. Nein. Nein. Es spawnt hinter mir. Jetzt erstickt die. Oh, shit. Ich habe sie getötet. Habe ich Schuhe bekommen. Was habe ich hier drin? Noch eine Effizienzspitzhacke. Auch nicht verkehrt. Schärfe 2 Schwert. Aber Gold? Ja, nehme ich mir mit. Ah, da ist kein Goldblock drauf, oder? Nee, da haben wir keinen Goldblock. Schade. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Picklin dabei an, wenn ich hier Gold abbaue. Man weiß ja nie, von wo man beobachtet wird. Oh, oder ich setze jetzt die Bastion hin. Ja, da ist einer. Warte mal, den muss ich töten leider, weil ich habe nicht mehr so viele Leben gerade. Und ich habe auch kein Gold fertig im Inventar. Okay, schade. Habe ich insgesamt 5 Gold. Und jetzt setze ich hier mal eine Bastion hin, oder? Oh, es wäre, glaube ich, schlauer, die draußen hinzusetzen. Aber ich will jetzt nicht rausgehen aus dem Nether. Ich spawne jetzt hier unten in dem Tal. Hier ist eine hohe Decke. Hier spawne ich jetzt einfach die Bastion. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Die ist halt riesig, ne? Das sieht halt jetzt überhaupt nicht falsch aus, weil im Nether so eine Bastion ist doch ganz normal. Okay, dann gehen wir mal rein. Und ich habe die direkt über einem Lavasee gebaut. Das ist nicht besonders gut hier. Da ist eine Kiste. Und keine Picklins, die hier gespawnt sind. Eine Goldhose. Ziehe ich an. Habe ich noch nicht. Oh, Obsidian. Ich habe genug für ein Rückportal. Ach nee, nicht ganz. Eins fehlt noch. Aber immerhin. Hier, für meinen Bogen. Und eine Netherite-Platte. Ich weiß noch nicht, ob ich die heute benutze, aber die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und Obsidian. Ich habe genug Obsidian. Warte mal, hä? Hier ist ein Eisenblock. Seit wann gibt es einfach so einen Eisenblock hier? Ich packe meine Schuhe da rein und nehme den Eisenblock mit. So, Feuerresistenz schadet jetzt auch nicht. Ein Goldblock, mega gut. Pfeile. Oh, auch nicht verkehrt. Die Hake brauche ich nicht mehr. Noch ein Eisenblock. Hier, ah, das ist so ein Kistenraum. Ein Kistenraum-Bastion, keine Ahnung, wie die offiziell heißt. Hier sind richtig viele Kisten, die einfach jetzt nicht bewacht sind, weil ich die nämlich gespawnt habe, diese Bastion. Mit Gold, noch mehr Obsidian, ja, nehme ich mit. Ein gebratenes Schweinefleisch, ja, ich nehme es mir erstmal mit. Und noch mehr Obsidian, noch mehr Eisen, noch eine Netherite-Platte. Vielleicht kriege ich heute doch noch ein Netherite-Teil hin, ich habe aber halt auch noch keine Dias. Ein Goldapfel, auch nice, Eisen. Und hier ist noch ein antiker Schrott einfach. Ich bin mich zurzeit noch so ein bisschen am Informieren über Bastions, deswegen weiß ich leider noch nicht, wo hier das Gold versteckt ist. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ah, oder war das hier versteckt? Irgendwo hinter der Wand war das, ne? Aha, ich habe es doch gefunden. Okay, perfekt. Ich wusste ja, dass es irgendwo versteckt ist. Das hilft einem ja schon mal gut weiter eigentlich. Na gut, ich kann auf jeden Fall jetzt aber einiges traden. Ich habe ja jetzt relativ viel Gold. Heißt, ich sollte mal hier rausgehen. Oh, das ist relativ hoch. Oh mein Gott. Schießt jetzt ein Gas. Ich springe trotzdem da runter. Ich mache das jetzt einfach. Aua. Und weiter geht's. So, mit euch will ich jetzt richtig viel traden, Kollegen. Rein da. Alle rein. Ja, perfekt. 4 Stück drin. Und jetzt werfe ich da mein Gold rein. Die Dschungelpyramide setze ich jetzt einfach schon mal hin. Dann habe ich auch ein bisschen Platz. Weiß eh noch nicht, ob ich die loote, aber auch nice im Nether, so eine Dschungelpyramide. Oh, ist das ein Stronghold? Ich nehme mal an, das ist ein Stronghold. Moment. Und ich habe einen Pillager-Outpost und ein Stronghold. Ja, was soll es auch sonst sein? Und noch eine Bastion. Ja, mega gut. Hier liegt auch noch ein Dorf, oder? Nee, ist kein Dorf. Ich setze mal das Dorf hier hin. Nein, habe ich jetzt wieder da drüber gesetzt. Wieso mache ich das? Ich helfe euch. So, perfekt. Ich gehe schon mal ins Dorf hier looten. Noch mehr Brote. Und eine Eisenhose. Okay, dann setze ich jetzt mal 2 Pillager-Outposts hier hin. Oh mein Gott, auch mega nice. Hier ist ein kleiner Magma-Cube, die mag ich ja gar nicht. Komm mal hier hoch und dann bin ich in der Wand. Ich wollte hier in die Wand setzen, das war ein Fail. Ich geh mal in den Tempel rein. Ja, den habe ich komplett zugebaut mit dem Pillager-Outpost. Ich glaube, ich lasse es. Es ist mir zu stressig, mich hier durch Holz und Stein abwechselnd durchzugraben. Schöner Holzboden, der wird gleich... Ja, der brennt schon richtig schön. Wunderbar, ich muss mich ein bisschen beeilen also. Ja, Holz. Ja, ich nehme Holz mit. Und was haben die noch so hier hingedroppt? Ich habe 2 Strongholds, eine Bastion habe ich, 3 Nether-Festungen. Stimmt, ich brauche noch Blazes. Das versunkene Schiff setze ich jetzt mal hier hin. Schadet ja auch niemandem. Habe ich die wieder? Nee, die leben noch. Ich habe die jetzt auf ein Schiff gesetzt. Die sind halb in einem Haus und halb in einem Schiff. Das sind übrigens Picklins und ich bin im Nether. Das sieht nicht so aus, finde ich. Und der Outpost brennt. Nice. Oh, da ist ein Goldblock. Den soll ich mir noch mitholen eigentlich. Hier. Hier habt ihr Gold. Okay, nochmal Schuhe und nochmal einen Outpost. Ja, den setze ich hier direkt hin. Der kann auch mit verbrennen direkt. Wie viele Strukturen hier einfach gerade stehen. Da ist ein Outpost. Dann benutze ich erstmal das Rune Portal. Mit noch einem Goldapfel, nehme ich mit. Behutsamkeit Hacke. Hätte ich die auf die Pickaxe, hätte ich jetzt genug Gold für immer. Ich habe eigentlich sowieso genug Sachen. Ich kann mir jetzt mal meine Nether Fortress machen. Oder soll ich die hier machen? Oder in der Overworld? Wäre eigentlich schlauer in der Overworld, ne? Lass mal wieder in die Overworld gehen. Ich habe jetzt genug Sachen. Ich habe auch genug für ein Rückportal. Und ich kann ja auch jederzeit wieder rein. Aber ich will das jetzt mal nutzen, dass ich das setzen kann, wo ich will. Deswegen gehen wir jetzt zurück in die Overworld. Du gehst nicht mit. Tschüss. Okay, irgendwo am Strand. Wunderbar. Nether Fortress.
Oh mein Gott, ich hab mein Portal kaputt gemacht, oder? Nee, hab ich nicht. Hab ich tatsächlich nicht. Hier sind wieder Netherite-Blöcke dran. Eine End-City hätte ich gerne noch. Dann könnte ich mich auch mal besser an die Sachen kommen. Ist ein Baum. Ein ganz normal grüner Baum. Einfach in einer Nether-Festung. Ich habe die Festung einfach mitten in den Wald gesetzt. Da hinten ist der Spawner. Okay, dann bin ich komplett auf der falschen Seite. Und ich baue den einfach schon mal frei, damit die gleich besser spawnen können, sobald Nacht wird. Und dann baue ich das Dach noch ein bisschen zu. Jetzt muss nur noch Nacht werden. Ich hole mir aber schon mal Wasser. Ich könnte aber in der Zeit, wo ich noch warte, hier auch einfach schon mal eine Bastion hinsetzen. Hier mitten neben dem Eisbiom einfach noch ein paar Nether-Strukturen hinsetzen. Passt ja perfekt ins Bild hier. Und hier kommt eine Bastion hin. Hinter mir, okay. Ist jetzt mitten im Sand hier alles. Wieder perfekt. Ja, ich gehe jetzt lieber zum Spawner, weil es ist jetzt schon fast Nacht. Und hier spawnen gleich schon die Blazes. Oh, ich höre sie schon. Hallo, ich komme. Moment. Ich sollte heute mal dran denken, dass ich einen Wassereimer dabei habe. Ja, sind natürlich jetzt einige am Start. Jetzt setze ich auch mal doch hier das Wasser hin. Mal gucken, was dann passiert. Jetzt habe ich mein Wasser nicht mehr. Ich gehe mal kurz bei euch ins Wasser. So. Oh, ich habe eine bekommen. Wunderbar. Und da sterben noch welche. Ich hab's genau gehört. Oh, was machst du denn hier? Oh, ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Ich hab ein Herz. Was mache ich hier? Oh mein Gott. Wow, da war ich ein bisschen sehr unvorsichtig. Wie meine NOP-Challenges. Aber die sterben gerade gut. Geh weg, geh weg. Ich hab zwei Herzen. Ich hab's nicht gut gebaut. Die ist einfach rausgekommen. Die hat getroppt, aber ist jetzt da runtergefallen. Ich muss erstmal mich heilen. Schön rein mit euch ins Wasser. Ja, da liegen doch noch einige. Die sind schon runtergespült worden, oder? Ich glaube tatsächlich, ich kann mir die jetzt einfach da unten einsammeln gehen. Okay, mindestens die eine, die ich getötet habe, liegt hier. Oh, die schießen. Oh, hier sind auch Skelette und so. Ja, stimmt. Wir haben ja Nacht. Und weg mit dir. Hier hinten wurden die angespült. Ja, direkt nochmal drei. Ich glaube, ich setze jetzt einfach mal mir hier ein Bett hin und schlafe eine Runde. Ah, ja, ist ein Monster. Ja, okay, vielleicht nicht direkt hier, aber hier so ein bisschen rüber. So, und dann töte ich die bei Tageslicht. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Gut, dass das Schlafen gerade vorbei war. Das war ein bisschen knapp, würde ich fast behaupten. Ein bisschen Glück gehabt, dass ich das überlebt habe überhaupt auch. Und jetzt gehe ich mal hier gucken, was hier noch so übrig geblieben ist. Oh, hat getroppt. Und ist da unten Wasser, ja? Hopp. Ich habe es nicht getötet, schade. Komm schön rein ins Wasser mit dir. Das ist dumm, was du machst. Das ist absolut dumm. Ich gehe jetzt aber schon mal den Stronghold suchen. Ach nee, ich brauche den Stronghold gar nicht suchen. Ich habe doch genug. Ich setze ihn einfach gleich hier irgendwo hin. Einzige Problem sind nur die Enderperlen. Ich habe halt erst 7. Und ich wage zu bezweifeln, dass in dem Stronghold einfach 5 Enderaugen drin sind. Hier auf dieser kleinen Insel, da kann ich es doch super setzen. Denn es ist eine Nether-Festung, wo ein bisschen Wasser rausfließt. Hier ist eine noch nicht gelootete Bestie, die ich irgendwie ganz vergessen habe. Und hier setze ich jetzt meinen ersten Stronghold hin. Ich habe ja 2. Oh mein Gott. Direkt zwischen dem Eis auf dem Ozean. Das sieht alles so falsch aus heute. Da hinten ist der Portalraum. Ist halt die Frage, ob ich noch auf Kisten gehen will. Aber ich gucke erstmal in den Portalraum rein, ob da Enderaugen drin sind oder nicht. Ich kann in den Stronghold reinfahren. Okay, ich bin drin. Abbauen. Und wir haben genau 0 Enderaugen drin. Okay, heißt, ich brauche noch 5 Enderperlen. Finde ich irgendwo eine Kiste. Hier sind ja manchmal auch noch Enderperlen so drin. Hier ist eine Bibliothek. Ich glaube, da gibt es keine Enderperlen, oder? Nee, aber Brot nehme ich mit. Da ist eine Enderperle. Perfekt, die 8. Da ist auch noch eine Kiste. Brot. Noch ein Eisenschwert? Ja, tausche ich aus. Okay, ich setze mir jetzt hier noch eine Bastion hin. Ah, da hinten habe ich auch noch die Bastion. Aber die ist so halb eingebaut. Ich setze mir jetzt hier eine in die Luft. Wenn ich runterfalle, ist das Wasser drunter. Und dann hole ich mir jetzt richtig viel Gold. Gehe dann nochmal in den Nether traden. Vielleicht kriege ich auch noch eine End-City oder sowas. Das wäre auch richtig gut für Loot. Und ich kriege vielleicht beim Traden auch einfach so die Enderperlen. Hier ist ein Gold. Da ist eine Kiste. Ja, die Pfeile habe ich schon. Seelenläuferschuhe brauche ich nicht. Nichts Besonderes drin. Hier ist der Schatzraum. Ja, Gold muss ich jetzt so mitnehmen auf jeden Fall. Eisen. Ich habe super viel Eisen. Ich kann mir mal meine Rüstung fertig machen oder so. Verbrennung 2 oder Schwungkraft. Ich nehme mal Verbrennung 2. Eine Diaschaufel. Oh, goldene Karotten. Mega gutes Essen. Und die 2 loote ich am nächsten Morgen. Denn erstmal muss ich jetzt hier schlafen. Einfach auf der Bastion wird schon nichts explodieren oder so. Verbrennung. Nice. Ein Goldblock. Noch mehr Eisen. Und hier war doch noch ein Harnisch. Ja, genau. Den will ich mir auch noch mitnehmen. Nice. Und dann bin ich durch mit der Bestie. Habe 45 Gold plus 2 nochmal. Und gehe jetzt so nochmal in den Nether. Ja, passt. Nur nicht auf dem Eis landen. Oh mein Gott, das wird... Nee, das wird nicht knapp. Okay. Ja, da haben wir ihn. Nice. Ja, Kollege, wie machen wir das jetzt? Ich habe richtig viel Gold. Hol mal deine ganze Familie ran. Wir traden jetzt. Komm, einen kriegst du schon mal so. Und ich hole noch Gold. Da ist doch mein Gold. Ich sehe es doch. Das passt gar nicht mehr. Ich habe über einen Stack Gold. Jetzt brauche ich genug, die mit mir traden. Oh, da ist schon wieder ein Gast gespawnt. Nice. Zack. Tot. Da ist mein altes Portal. Und daneben ist ein Piglin. Sind da noch mehr Piglins? Da unten ist auch noch einer. Moment. Okay, immerhin 2. Komm, die nehme ich jetzt mal mit. Oh, ich habe noch ein Dorf bekommen. Setze ich schon mal hier hinten hin. Noch 100.000 Obsidian. Hey, du, willst du auch traden? Aber dann setze ich dich in mein Boot, damit du nicht die spawnst, okay? Dann kriegst du ja auch noch mal Gold hin und dann trade die einfach. Ich mache mir jetzt langsam mal ein Eisenhelm. Einfach, weil ich es kann. Habt ihr kein Gold mehr? Habt ihr es komplett vertradet? Ich gehe mal zu dem anderen Kollegen. Da sind Enderperlen. Okay, 2 Stück. Oh, es hat sich noch einer dazugesetzt. Mir fehlen noch 2 einzelne Enderperlen einfach. Okay, dann setze ich jetzt hier eine Bestie hin. Hoffe einfach mal, dass ihr euch nicht überdeckt. Okay, die überdeckt euch. So, rein mit dir. Perfekt. Nochmal ein Sunken Ship.
nicht hier hin. Ja, danke. Noch ein Sunken Chip. Setz ich auch hier hin. Okay, das wurde auf der anderen Seite gespawnt. Es tut mir leid. Kann ich euch noch retten? Ja, kann ich. Das ist nice. Ah, jetzt haben die da unten noch was hingeworfen. Ich habe noch Enderperlen bekommen. Ich habe genug Enderperlen. Ich kann einfach los. Ja, dann lasst mich in Ruhe. Ich gehe jetzt. Tschüss. Okay, soll ich jetzt ein Stronghold hier hinsetzen? Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Ich habe ja noch 6. Warum habe ich eigentlich 6? Das heißt, wenn der jetzt mega blöd hier in der Wand spawnen sollte, dann setze ich halt 9. Ja, der könnte blöd in der Wand sein. Mal gucken. Ich mache das jetzt auf die klassische Art und Weise. Erstmal die Mitteltreppe suchen. Oh, nee, auch gut. Nehme ich den. Und die fehlen auch alle. Ich glaube, das ist so ein Ding, ne? So, dann mache ich mir 12 Enderaugen klar. Und dann aktiviere ich das Portal. Rein da können wir eigentlich direkt. Aber ich setze mir noch ein Spawnbett. Ah, ich bin im Nether. Ich habe mein Wasser jetzt verloren. Es ist einfach so verwirrend immer diese Challenge. Ich hole mir jetzt noch Wasser. Okay, Wasser habe ich, mein Bett habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, brauche ich eigentlich doch nicht hier platzieren. Wir sind ja hier im Nether. Das würde, glaube ich, nicht gut ausgehen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ins Portal rein. Und ich habe noch gar keinen Bogen gemacht und meine Spitzhacke ist auch fast kaputt. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal craften. So, Bogen sitzt. So, die Spitzhacke ist auch erneuert. Wunderbar. Dann schieße ich jetzt mal auf die Endcrystals und dann gehen wir in den Fight. Ich habe Enderman angeguckt und mein Boot habe ich auch nicht mehr. Geht weg, ihr brennt. Ich esse jetzt mal einen Goldapfel. Wofür habe ich die eigentlich? Ja, das war ein bisschen knapp. Ich habe mein Wasser wieder. Okay, es sind alle weg. Dann gehe ich hier jetzt schnell runter. Der Enderdrache fliegt hier schon in meine Richtung. Er kommt runter. Ich habe leider nur Feuer, aber nichts irgendwie Stärke oder so. Okay. Gegen den Kopf. Oh, er kriegt richtig Schaden. Er ist ja schon fast down. Ah, ich meine, er war ohne Bett weg. Komm schon. Bleib doch kurz. Nein, er ist weg. Er ist fast down. Er schießt schon wieder zurück. Und er ist down. Nice. Da ist der Enderdrache eben selbst ertradeten End, kann man fast sagen. Down. Ich hole noch das Drachenei mit. Drachenei gehört mir, wunderbar. Und damit habe ich das selbst getradete End quasi besiegt und die Challenge bestanden.